Mein Name ist Torben Brack. Ich bin verantwortlich für die Geschäftsfeldentwicklung der luftgestützten Radare bei Hensoldt. Und dazu zählen sowohl unsere ISR-Radare, unsere Detect and Avoid-Radare, aber eben auch die Fighter-Radare. Und der strategische Produktvertrieb von Eurofighter-Radar ist eben eines von den wichtigsten Teilaspekten in meiner Aufgabe. Das Radar als zentraler Sensor ist aber wirklich vom operativen Einsatz her absolut entscheidend. Wenn das Radar nicht mitspielt, funktioniert die Waffenführung nicht. Ja, der ganze Einsatz ist nicht möglich ohne die Fähigkeiten des Radars. Also es gibt eine Änderung diesbezüglich, dass es eben nicht mehr alle vier Nationen gleichberechtigt in einem Konsortium sind. Die Entwicklung wird zusammen mit Spanien durchgeführt, also ein deutsch-spanisches Entwicklungsvorhaben. Aber die Partnernationen Italien und Großbritannien sind dennoch eng eingebunden. Ja, durch diese Entscheidung wird natürlich jetzt die Entwicklung wirklich vollumfänglich gestartet. Wir können wirklich loslegen mit der gesamten Entwicklung. Und daraus ergeben sich eben die Möglichkeiten, auch im Export unsere Radare künftig anzubieten. Saudi-Arabien sehr wichtig, die Schweiz jetzt sehr wichtig als Land, in dem Beschaffungsentscheidung ansteht in diesem Jahr. Alle Exportnationen partizipieren von denselben Fähigkeiten, die jetzt auch der deutsche Kunde und der spanische Kunde bekommt. Gibt für Exportvarianten immer kleinere Unterschiede, aber keine Einschränkungen bezüglich der operationellen Fähigkeiten. Bei der Produktion, da sind wir derzeit am Eruieren, wie wir andere Nationen beteiligen können, zum Beispiel im Rahmen von Offset-Aktivitäten, die auch von verschiedenen Ländern gefordert sind, dass wir da eben Produktionsaktivitäten in andere Länder und mit anderen Ländern enger koppeln wollen. Also als nächstes gibt verschiedene Stränge. National als nächstes ist der Fokus jetzt mehr und mehr auf die sogenannte Quadriga-Kampagne. Das ist auch eine deutsche Beschaffung, wo es darum geht, die Tranche 1 zu substituieren. Soll auch sehr zeitnah erfolgen. Dann gibt es das Thema Tornado. Ersatzbeschaffung, auch da, wie man aus der Presse mitgekriegt hat, sind Eurofighter im Gespräch und damit eben auch die neuen Eurofighter-Radare. Dann sind wir stark beteiligt an dem sogenannten Eurofighter Long-Term Evolution-Vorhaben, LTE. Das ist auch sehr wichtig, um die Eurofighter-Fähigkeiten auch über die nächsten 10, 20 Jahre zu erhalten. Und dann natürlich auch das sogenannte FCAS-Programm. Auch da spielt der Eurofighter eine signifikante Rolle und wird die auch dann noch auf lange Zeit spielen. Das ist so der nationale Fokus. International ist vor allem, wie schon angesprochen, die Schweiz jetzt das nächste, was ansteht. Da soll in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen werden bezüglich dem nächsten Kampfflugzeug. Und da spielt das Radar natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle, was eben die Fähigkeiten des Flugzeugs, der gesamten Plattform mitbringt. Das ist ein sehr entscheidender Beitrag zur Gesamtfähigkeit des Eurofighters.